Ein Mann hat angefangen aus Niamola, eine Municipalität, zu arbeiten bei der Stadt. Und er wollte sich in der Arbeit Geld machen. Am ersten Tag dann, der hat ihm angestellt, der Route, den Markt zu fahren. Und am ersten Tag hat er eine gute Arbeit geleistet. Der hat 2 Kilometer gefahren. So mutig wie sein Chef, aber der hat das wirklich erregt. Ob so war er ein Neuling wie, hat er eine gute Arbeit gemacht. Am zweiten Tag, dann hat er einmal 500 Meter gefahren. Na, das hat ziemlich raufgegangen, dann steht 2 Kilometer 500 Meter. Am dritten Tag wird das einmal 200 Meter, was er gefahren hat. Und dann sagt der Chef, das geht ja nicht. Den ersten Tag hast du 2 Kilometer und nur einmal 200 Meter. Wo tust du bloß? Aber am besten so sehr viel. Das Niamola, der sagt, nee, das ist nicht, das ich fühle sie. Ich habe sogar noch toller als vorher. Bloß die Mats damit rechnen, die Arme ist, die wird der Vorwurf, als sie nur so weit aufgeblieben. Der hat die Vorwurf da ab 1 Stunde gelassen, wo die anfängt zu Vorwurf und dann einfach von der Arme der Vorwurf holen ran. Manche sagen, das ist das Lächerlichste, das ist das. In Wirklichkeit, ja, ist das lächerlich. Und ich stehe vor, wiedernehmen. Aber manche Menschen, die im geistlichen Leben kriegt das selbst dieses dort. Wenn die anfangen mit Gott im Nien weich, dann sind die so voll für ihr, die können echten Charakter ändern, die können Lust auf Leihe, die haben eine Lebensänderung, dann kann man wirklich sagen, hier ist was gerötet passiert. Dort ran, alle, wirklich, dass man sagt, dort ran, aus die Schmerz. Aber dann eins von Leute, die nur, wenn sie den Armer so weit aufstehen, Leute Hand. Nicht bloß den Vorarmer, sondern den Vorarmer am den Weg richtig zu markieren. Das Verhältnis mit Gott, oder die Church, oder die Bibelstunde, oder das Gebet. Eins, wo der Armer den Vorarm abfällt, da die Hand so weit auf und dann nicht mehr abfällt. Und dann macht er sich so ja arbeiten, aber da passiert nicht viel. Gott braucht Menschen, Gott braucht Frühes in Männer, die ihren Vorarm so dicht behand. Also der Verhältnis mit Gott, so dich bi, dass der immer war nie ein Weich und Mole kennen. Denn in dieser Welt ist es so düster, wenn das nicht klar beschildert ist, sind so sehr viele Menschen verloren und vollem Aufgrund nennen. Und die Brücke jemand, der den Weich so unmolle, der sagt, hier geht es allein, und ich will den Weich nur vor. Deswegen hat Gott uns als Christus, diese Erde angestellt, dort wie dich bi arm sind, aber auch wirklich können diesen Weich wieder markieren und dort viele noch eine Arm finden können. Aber das bedeutet, wie uns Denkensort ändern müssen. Wenn ein Mensch nie anfängt, ist er bereit zu ändern. Und so leicht dann bleiben ein eins Wort, na, das habe ich doch immer so getan. Das hat wie immer so gesagt. Na, was sagt die Bibel dazu? Manche Menschen freuen sich nicht, was Gott sagt. Und du sagst es in Römer Kapitel 12, Vers 2, sagt es, entstellt nicht diese weltlich, sondern verändert jene in erneuert jene Sinne, also jene Denke, damit die Probe können, was für Gott wohlgefällig ist und was sein vollkommener Wille ist. Was Gott will. Das ist vielleicht eine, das ist ein System, das wir alle sehen. Eine Church, das wird immer so. Eine Familie habe ich immer so getan. Ich habe zum Beispiel früher in der Mann, wo ich niemals mit der Familie bete. Habe ich niemals so getan, habe ich immer so gehört. Ich spiele bloß mit dem Kopf auf. Aber beten? No, sei. Aber was sagt die Bibel? Ja, wir sollen das tun. Und wir sollen auch sein Wut wieder noch gehen. Wir sollen wieder uns abfällen. Na, hat niemand zu tun. Dann sollen wir das Denken verändern und einfach was nie anfangen. Und nicht durchkoppig bleiben und dort, was wir einmal getan haben, dort erst es dort und dort, wo ich wieder es dort bleiben. Er hat im Armer der Stunde gelassen. Am ersten Tag habe ich 2 Kilometer die Konzerne dort geschafft. Dort habe ich den ersten Tag geschafft. Aber ich möchte den Armer auch dichter bringen. Siehst du dich bei Jesus, dass du kannst eine Route markieren, dass viele den Weg finden und nicht in Aufgrund fallen, volle Brücke.